Hinter den Atrociraptoren aus Jurassic World Dominion steckt mehr, als wir im Film wirklich sehen, und die gesamte Malta-Szene hätte komplett anders aussehen können. In diesem Video besprechen wir genau diese Themen. In diesem Sinne, viel Spaß! Ich glaube, ich sag's in jedem Video oder auch in jedem Stream, in dem wir auf das Thema Atrociraptoren zu sprechen kommen. Ich bin der Meinung, dass die Designs dieser Raptoren mitunter die genialsten Designs aller Raptoren im gesamten Jurassic-Franchise sind. Gerade bei Ghost muss ich wirklich sagen, dieses Tier sieht unfassbar genial aus. Schade nur, dass die Raptoren im fertigen Film eigentlich relativ wenig zu tun haben, außer eben blöde durch die Gegend zu rennen und versuchen, Claire und Owen zu jagen und die aber nicht fangen können, weil die aus irgendwelchen Gründen auf einmal auch zu Fuß schneller sind als Velociraptoren. Außerdem wird die Malta-Szene auch nicht wirklich beendet. Das heißt, wir haben hier quasi einen kompletten Ausnahmezustand, auch zum Ende dieser Szene. Aber dann sind unsere Helden ja von Malta weg und es gibt einen schönen Cut. Und wir als Zuschauer bekommen eben mit, wie die Geschichte jetzt weiter verläuft. Aber was genau ist eigentlich da auf Malta passiert? Was sind die Nachwirkungen dieser Aktion? Und was genau steckt hinter diesen Atrociraptoren? Colin Trevorrow und das gesamte Filmstudio scheinen sich über diese Dinosaurier wesentlich mehr Gedanken gemacht zu haben, als wir das wirklich wahrnehmen. Umso trauriger finde ich die Tatsache, dass diese Dinos nur so ganz kurz vorgekommen sind und auch wirklich mehr oder weniger verheizt wurden. Aus dem Jurassic World Compendium, was ich dir auch mal unten in der Beschreibung verlinkt habe, kann man entnehmen, dass die Atrociraptoren im Jahr 2022 aus der DNS von modifizierten Velociraptoren gezüchtet worden sind. Aufmerksame Jurassic Park und Jurassic World Fans müssten jetzt eigentlich sagen, Moment, gab es da nicht mal dieses Spiel Jurassic World Aftermath, wo es genau darum ging, dass drei Velociraptoren irgendwie genmanipuliert oder modifiziert wurden? Stammt der Atrociraptor oder die DNS des Atrociraptor von diesen Velociraptoren ab? Berechtigte Frage, die Antwort ist aber einfach nein. Am Ende des Spiels sehen wir ja... Außerdem ist offiziell bestätigt, dass die DNS der modifizierten Raptoren, mit welcher eben die Atrociraptoren herbeigezüchtet wurden, von der Isla Sorna stammen, also der Insel, auf der Jurassic Park 2 und auch Jurassic Park 3 spielen. Haben wir hier nun also einen kleinen Hinweis in Richtung Velociraptoren aus Jurassic Park 3? Das Thema haben wir auch schon mal besprochen. Warum sehen die Velociraptoren in Jurassic Park 3 so anders aus als in den vorherigen beiden Filmen? Das Video habe ich dir mal hier oben verlinkt, kannst du gerne mal nachholen. Hier wird auf jeden Fall jetzt offiziell auch darauf eingegangen, dass diese Velociraptoren modifiziert zu sein scheinen, denn aus der modifizierten DNS der Velociraptoren von der Isla Sorna wurden die Atrociraptoren geklont. Diese Atrociraptoren tauchen dann ja in Jurassic World Dominion als eine Art Squad auf, das heißt, das sind vier Raptoren, die quasi als Team eingesetzt werden sollten. Ursprünglich sollten die Tiere nämlich auch von Malta aus weiter verschifft werden, das Ganze hat aber eben nicht funktioniert, weil dann der französische Geheimdienst eingeschritten ist und deswegen dann dieser Container umgefallen ist und die Atrociraptoren wurden dann aus einem Reflex heraus freigelassen, um eben diesen Geheimdienst, darunter auch Barry und später dann auch Owen, anzugreifen. Dieser Squad hat nicht nur eine ganz bestimmte Farbgebung, die aus bestimmten Gründen vergeben wurde, nein, sie haben auch noch verschiedene Namen, die quasi die verschiedenen Einheiten repräsentieren sollten. Unter anderem haben wir da Ghost, Red, Tiger und Panthera. Zu Deutsch übersetzt also den Geist, den Roten, den Tiger und die Giraffe. Ja, tatsächlich ist das irgendwie die Giraffe geworden, weil er hat halt einfach null Ähnlichkeit mit einer Giraffe. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Ebenso ist offiziell bestätigt, dass es nicht nur einen Ghost hätte geben sollen. Das heißt, Ghost ist quasi der Name der kompletten Einheit. Sonja Santos hat laut offiziellen Angaben ursprünglich den Plan gehabt, diese Einheiten weiter ans Militär zu verkaufen. Denn ein Ghost hat andere Eigenschaften als ein Red, der hat wiederum andere Eigenschaften als ein Tiger und so weiter. Hierbei ist nicht genau aufgelistet, welche Eigenschaften auf welchen Atrociraptor zutreffen. Allerdings ist hier ganz klar dargestellt, dass einer von ihnen sehr schnell laufen konnte, der andere soll sehr stark sein. Der wiederum andere wäre ein Rudelführer, der das Ganze eben zusammenhält. Das heißt, hier haben wir wirklich verschiedene Eigenschaften auf die verschiedenen Atrociraptoren gemünzt. Da finde ich es ein bisschen schade, dass man darauf nicht genauer eingegangen ist. Mich hätte sehr interessiert, wer von denen jetzt wirklich genau der Starke gewesen wäre, wer ist der Schnelle gewesen. Gut, der Claire hinterher gerannt ist, ist wahrscheinlich nicht der Schnelle gewesen. Vielleicht bekommen wir da in näherer Zukunft aber auch noch ein bisschen mehr Informationen dahinter. Ebenfalls kann man ganz stark davon ausgehen,
dass Ghost offiziell die Leaderin, also die Anführerin dieses Squads ist. Colin Trevorrow hat offiziell bestätigt, dass die DNS von Ghost die einzige DNS ist, die auf einem weiblichen Velociraptor von der Isla Sorna basiert. Wenn man das weiß, macht das irgendwie auch Sinn, dass Ghost einfach weiß ist, weil auch die weißen Velociraptoren von der Isla Sorna sind ja die Weibchen eben gewesen und aber auch die Rudelanführerin. Deswegen macht es Sinn, davon auszugehen, dass auch Ghost so die Anführerin dieses Squads gewesen sein könnte. Jetzt haben wir hier natürlich das Problem, dass auch Red weiblich ist. Ja, das ist vollkommen richtig, ist aber nicht weiß. Red könnte ursprünglich von den Isla Sorna Velociraptoren aus The Lost World Jurassic Park 2 abstammen. Das sind jetzt alles hier nur Theorien, die aber dann auf den Aussagen oder eben auf den offiziellen Angaben aus dem Kompendium basieren. Aber ich finde, das würde so schon sehr viel mehr Sinn machen. Außerdem ist bekannt gegeben, dass die Atrociraptoren nicht einfach nur aus Jux und Tollerei diese Farbgebung haben. Ich habe sie eben gerade schon mal erwähnt. Damit kann man sie besser in bestimmte Klassen einordnen, für später fürs Militär. Außerdem sollten sie auch noch sehr schön oder eben sehr elegant und monströs rüberkommen, damit sie eben als Designer-Tiere besser verkauft werden können. Ähnliches Prozedere hat es auch beim Indoraptor gegeben. Deswegen ist der auch schwarz mit goldenen Streifen, weil das eben sehr viel schöner aussieht und sich sehr wahrscheinlich wesentlich besser verkaufen lässt. Die Tiere wurden laut offiziellen Angaben darauf trainiert, Ziele bis zum Tode anzugreifen, die mit einem Laserpointer markiert werden. Und hier muss ich mir jetzt die Frage stellen, war das beim Indoraptor auch der Fall oder war der Indoraptor nicht irgendwie modifiziert gewesen, dass er darauf reagiert hat? Die Atrociraptoren jedoch wurden wohl in jüngeren Jahren, die wachsen ja sehr schnell, wurden die aber relativ schnell darauf getrimmt und trainiert, auf diesen Laserpointer zu reagieren. Das heißt, die haben keine Mechanik eingebaut bekommen, damit sie dann angreifen. Die haben das wirklich quasi wie Hunde beigebracht bekommen, dass sie eben auf dieses Signal reagieren. Ich meine, beim Indoraptor war das nicht so gewesen. Korrigiert mich gerne. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare. Diesen Fakt finde ich zum Beispiel wieder sehr cool und auch sehr angenehm, dass die Atrociraptoren nämlich nicht einfach nur dumme Maschinen sind, sondern sie sind tatsächlich trainiert worden. Was auch bedeuten könnte, dass Sonja Santos irgendeine Bindung zu diesen Tieren hat. Man hätte dieses gesamte Szenario viel besser ausarbeiten müssen. Immer wieder, wenn man auf das Thema Atrociraptoren zu sprechen kommt, sagen sehr viele, ja, die sind ja alle gestorben, die sind ja alle tot. Auch bei bestimmten Kill-Countern im Internet werden die Atrociraptoren mit in den Kill-Counter eingenommen, was offiziell falsch ist. Diese Velociraptoren sind in keiner offiziellen Angabe als tot betitelt. Ganz im Gegenteil. Vom Atrociraptor Red wissen wir laut offiziellen Angaben, dass er noch lebendig ist. Das gleiche gilt übrigens auch für Panthera und Tiger, die offiziell auch als lebendig aufgelistet wurden. Ich meine, gut, Tiger wurde im Endeffekt auch eingefangen oder war es Red gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich werde sie oben auf jeden Fall mal reinschreiben. Da wissen wir es ja ganz sicher. Bei Ghost scheiden sich dann so ein bisschen die Geister, weil Ghost ist ja am Ende dann von dem Motorrad von Owen getroffen worden und eben ins Wasser von Malta gefallen. Und da sagen jetzt eben auch viele, ja, wenn du aus so einer Höhe ins Wasser klatschst, dann ist das ja, als würdest du auf Beton fallen. Ah, wir reden hier von der Welt von Jurassic World. Da ist das wahrscheinlich nicht unbedingt so. Und Ghost ist auch nicht offiziell als tot betitelt. Auch nicht als lebendig, nein. Laut offiziellen Angaben ist Ghost als unbekannt, also vom aktuellen Status unbekannt, angegeben. Das heißt, Ghost ist gleichzeitig tot und auch lebendig, bis wir halt wissen, was wirklich mit ihr ist. Quasi Schrödingers Ghost. Die Tiere könnten uns also in zukünftigen Jurassic-Projekten noch einmal entgegenkommen. Und jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische. Viele von euch sind auch nicht die größten Dominion-Fans. Mir geht's ja auch so. Ich bin nicht der größte Fan von Jurassic World Dominion. Die würde ich gerne wiedersehen. Wenn ihr diese Raptoren wiederbringt, dann lasst sie aber auch einen guten Auftritt haben. Jetzt kommen wir nämlich zu einem Reddit-User, der nämlich die Malta-Szene beschrieben hat, wie sie hätte sein sollen. Jetzt kann man auch wieder sagen, ja, im Nachhinein kann man das immer alles schönreden. Nee, er hat diese Szene tatsächlich eine Woche, bevor der Film gestartet ist, nach seinem Wunsch beschrieben. So hätte er die Szene einfach gerne gesehen und ich muss sagen, der Trailer hat schon verraten, dass das nicht so passieren wird, aber das hätte ich auch sehr gerne gesehen. Er ging nämlich ursprünglich davon aus, dass die Malta-Szene damit beginnt, dass die Atrociraptoren freigelassen werden. Das ist ja auch ungefähr so passiert. In diesem Augenblick dann sollten Owen und Barry Kontakt mit der Regierung aufnehmen, dass die gesamte Insel evakuiert wird oder eben, dass eine Ausgangssperre verhängt wird. Es hätte einen Stromausfall geben sollen und die Atrociraptoren wären durch die dunklen Gassen, die dunklen Straßen von Malta hindurchgewandert. Man hätte Szenen gesehen wie eine Kamera, die durch ein Haus durchfährt, wo sich dann eine Familie versteckt, nur am Fenster vorbeiguckt und dann sieht man die roten Augen von Ghost am Fenster entlang. Die Szene hätte also laut diesem Reddit-User eher aussehen können, wie auch die Szene aus Jurassic Park 1 eben in der Küche. Ich wollte das einfach nur mal ganz kurz vortragen, weil es immer wieder dieser Spruch kommt, na hättest du es besser machen können. In dem Fall muss man wirklich sagen, ja, anscheinend hätte das jemand besser
das Drehbuch jemand besser schreiben können. Eine Szene in dieser Art, im Dunkeln, wo die Raptoren durch die Straßen streifen, hätte denen auch eine wesentlich größere Gefahr zugeteilt, als diese Hektik, die wir dann später im Film gesehen haben. Ist wie immer nur Meinungssache. Schreibt mir deine Meinung dazu auf jeden Fall in die Kommentare. Meine Meinung kennt ihr. Ich hätte diese unheimliche Szene lieber gesehen, als das, was Jurassic World Dominion im Endeffekt gemacht hat. Hält sich natürlich nur noch die Frage, was ist denn jetzt nach Malta passiert? Ich meine, Sonja Santos wurde ja gefangen genommen, die Atrociraptoren leben zum Großteil noch und einer wurde eben auch gefangen genommen und die Szene endet aber sehr abrupt. Das heißt, wir als Zuschauer bekommen überhaupt nicht mehr mit, wie das Ganze überhaupt weitergeht. Sinn würde es nun machen, wenn es darum gehen würde, diese Atrociraptoren weiterhin einzufangen. Wir wissen ja, dass Barry zum Beispiel immer noch auf Malta ist. Dieser Ausnahmezustand, der auf Malta ausgebrochen ist zu diesem Zeitpunkt, könnte dazu führen, dass die Regierung eingegriffen hätte und die Tiere entweder militärisch ausgeschaltet oder eben gefangen genommen hätte. Ebenfalls wäre der Schwarzmarkt oder ist der Schwarzmarkt ziemlich sicher zu 100% aufgelöst worden. Und auch damit wäre die Frage jetzt aber nicht beantwortet, denn nehmen wir einfach mal an, dass die Regierung von Malta oder eben auch die Regierung, die eingegriffen hätte daraufhin. In der Theorie könnte das sogar ein Konflikt sein, der dann später in späteren Filmen noch einmal aufgegriffen wird. Wir lernen ja in Jurassic World Dominion, dass wir eigentlich jetzt mit den Sauriern zusammenleben müssen. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben die erschaffen, wir haben jetzt das Recht, für deren Sicherheit zu sorgen. Auch für unsere eigene Sicherheit natürlich, aber wir müssen mit denen irgendwie zusammenleben. Trotz allem gibt es immer noch Schwarzmärkte und mit Dinosauriern könnte man terroristische Anschläge verüben. Das Ganze würde dann natürlich in eine sehr politische Richtung rutschen, aber man sollte irgendwie darauf eingehen in kommenden Filmen, dass das Chaos dadurch, dass Biosyn eben jetzt die Dinosaurier beherbergt, noch lange nicht zu Ende ist. Und die Malta-Szene ist hierbei einfach die einzige Szene, die wirklich ein offenes Ende hat. Diese Szene ist quasi ein Cliffhanger. Wo sind die Atrociraptoren abgeblieben? Was ist generell auf Malta passiert? Wie wurde denn dieses ganze Chaos denn letztendlich wirklich beseitigt? Darüber haben wir keine Antwort bekommen und kommende Filme könnten daran nochmal anschließen und eine Geschichte aufbauen, wie die Welt eventuell dennoch reagiert auf genau das, was auf Malta passiert ist. Ich hoffe, dir hat dieses Video rund um Spinnereien und Fakten rund um die Malta-Szene jetzt gefallen. Ich habe mir da einfach mal ein paar Fakten zugenommen, ein paar Theorien mit dazu gesponnen, weil ich diese Szene eigentlich sehr spannend finde, dadurch, dass wir eben sehr wenig wissen, was dann auf Malta wirklich passiert. Schreib mir jetzt mal deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Wie fandest du die Szene auf Malta? Wie findest du den Horroraspekt, den ein Fan dazu gedichtet hat? Und was sagst du dazu? Wie ist das Ganze ausgegangen? Ich bin sehr gespannt auf deinen Kommentar und würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.